Was ist da los? That bozo's brain was booby-trapped. Yes, whoever hired Lobato to kidnap Truman knew he might be psychically interrogated. The poor thing looks terrified. Did anyone get a good look at his boss? I saw him, but I couldn't tell who he was. And I saw something else. Wütende Frau, I saw the thing that terrified Lobato. It was a woman, dressed in black fur. She was floating over the ruins of a city, and she was commanding serpents of water. There was something familiar about her. Rasputin, I'm going to show you a picture. Mutti? That's her! Wait a second. I thought I recognized her. True Psychic Tales, issue 43. She's on the cover. Maligula. Nice. The Deluge of Grulovia. Maligula? She's been dead for 20 years! Fort Crawler killed her himself! A battle from which he never truly recovered. She was a monster, a ruthless, power-hungry psychic who drowned hundreds of her own countrymen. Nevertheless, she still has her loyal followers to this day. This file documents recent activity believed to be the work of these modern-day delusionaries. What are they up to? Well, it's ridiculous, really. There's no scientific basis to... necromancy. What? They're trying to bring her back to life? It's silly, darling, but if they believe they can do it, they might do some dangerous things. Mia, have you considered the other disturbing fact in all of this? That unstable character. Could never kidnap the grand head of the Psychonauts without help? Yes. You mean... There's a mole in the Psychonauts. You think it's a mole, you're dumber than you look. Approaching the Mother Lobe. Okay. Mulder und Scully und some other dude. Agent Forsythe, why did you deny us intel when we hailed the Motherlode? What are you talking about, Agent Nine? We were on a mission to rescue the Grand Head of the Psychonauts. When we called for assistance... I never heard any call. Who did you talk to? Is he all right? We won't know for sure until we get that squirrel tested for rabies. This is our kidnapper. Clearly, he had help on the inside. Impossible! A mole in the Psychonauts? We have reason to believe delusionists are involved, and they're trying to bring back Maligula. What? I know. Isn't it great? The Psychonauts haven't had this kind of a threat in years. Can someone help me with my dad? He's still acting funny. Truman! Let's get him inside so he can lie down. I'll see what I can find out in my meditation chamber. I'm taking Lobato to my office for further interrogation. I'm gonna talk to Otto about our military options. Does that make anyone else a little nervous? Who are you? I'm Raz. Rasputin? Rasputin! Your newest psychonaut? How's that? Fort Crawler, he gave me a badge. I've been kinda helping out. Listen, kid. Agent Crawler is a hero. But he's not operating at 100%. He can hand out all the merit badges he wants, but he doesn't have the authority to commission psychonauts. Oh. But you can, right?
You're Hollis Forsythe, lesser head of the Psychonauts? True Psychic Tales 146. You and Truman fought the Noodler together. I prefer the title Second Head. If the other agents vouch for you, I might be able to get you a spot. In the intern program. Praktikant. But don't be late for orientation. I hear the coordinator's a real brainbuster. Wir sind Psychopraktikant. Welcome to the Motherlobe. Mitarbeiter des Jahres. Wow, that's been a while. Okay, wir sind Psychopraktikant. Toll. Kommen wir wieder raus? Nope. So, also ich muss sagen, bis jetzt ist das schon echt ein guter Nachfolger. Es fühlt sich halt genauso an wie das erste Game. Es ist halt ein bisschen polierter so, aber ich finde so, die Grafik kommt auch sehr nah ran an den ersten Teil und ist aber halt deutlich detaillierter, logischerweise, weil es halt in Unreal Engine gebaut ist und nicht für die fucking PS2. Aber to be honest, wo es mir eigentlich nur aufgefallen ist, ist die Oberfläche, also von die, ne, die Struktur, Hautstruktur quasi von Oleander, von Coach Oleander, von dem Dicken, der gerade gesagt hat, so, oh, das ist ja super, so eine Bedrohung hatten wir in Jahren nicht. Und ansonsten wäre es mir gar nicht so krass aufgefallen. Was eine gute Sache ist. Hey, is it okay if I go up into the main headquarters now? I'm sorry, little boy, but there just aren't any school tours today. What? I'm an intern. Agent Forsythe gave me this. Ja gut, wenn man really? Auch so auf die Lederjacke und so Let's achtet, das ist schon, the fingerprint reader, please. Schon deutlich hochauflösender. Aber es fühlt sich halt genauso an wie der erste Teil. Well, I'll be doused. Welcome to the intern program. Let me get you your orientation materials. Willkommen im Praktikantenprogramm. Dieses Feldhandbuch ist ein Leitfaden durch die Welt der Psychonauten. Neben deinen Fortschritten werden hier auch die Informationen festgehalten, die du bei deinem Werdegang zum Junior-Psychonauten sammelst. Drücke im Zweifelsfall einfach nie. Ja, ich glaube, das ist das mit dem einen Punkt hier. Um dein Handbuch zu Rate zu ziehen. Praktikantenprofi. Das ist ein geiles Bild. Der Fortschritt deines Praktikums wird auf dieser Seite festgehalten. Dein Praktikantenrang ist entscheidend für das Freischalten einer neuer Psi-Kräfte. Steige im Rang auf, indem du in der realen Welt Psi-Aufstiegskarten und Psi-Aufstiegsmarkierung findest. Ah, okay. Oder dir in dem Gedanken Weltkörnchen Weisheit holst. Okay. Wow. That picture really captures my startled side. Well, yes. Rasputin Aquato. 1,32. 10 Jahre alt. Gönnung. Wir haben nichts von den Ressourcen, was sehr gut ist. Was ist das? Psi-Portal. Dieses zuverlässige Psi-Portal ist meine handliche Tür in die geistige Welt. Ah, okay, cool. Psi-Kräfte. In diesem Abschnitt deines Handbuchs wird dein Fortschritt für alle Psi-Kräfte festgehalten, die du im Praktikantenprogramm verwenden darfst. Wenn du im Rang aufsteigst, verdienst du Praktikantenpunkte, mit denen du hier Upgrades für deine Psi-Kräfte kaufen kannst. Die Nutzung unerlaubter Kräfte ist strengstens untersagt und nicht erlaubt. Looks like I can choose where to focus my energy and upgrade my powers. Very interesting. Also jetzt, ne, in dem kleinen Format sieht man es noch nicht so, aber hier die großen Badges, die sehen halt einfach wirklich fucking genäht aus. Das sieht schon sehr sexy aus. Okay, die können wir dann auch steigern und wir haben noch einige, die wir freischalten können.
Gebietsübersicht. Als Psychonaut musst du dir immer über deine Umgebung im Klaren sein. In diesem Abschnitt des Handbuchs kannst du deine Erkundung der realen und geistigen Welten verfolgen. Gotta keep track of all the places I've been here. Kann ich da... Gehöre ich so Lobodos Labyrinth. Missionsprotokoll. Im Missionsprotokoll stehen alle offiziellen Psychonauten-Missionen, die du im Rahmen des Praktikantenprogramms durchführst. In diesem Abschnitt findest du aktive Missionen. Okay, gut. I'll keep my to-do-list here. Melde dich im Klassenzimmer. Hollis Forsyth hat mich angewiesen, mich bei der Praktikantenkoordinatorin im Klassenzimmer zu melden. Die Karte, die ich an der Rezeption bekommen habe, sollte mir dabei helfen. So, warte mal. So lustig, wie die. Guck, wenn man auf der ersten Seite. Ach so, ah nee, ist auf der anderen Seite. Ist ja wie ein Buch halt. Okay, nice. Intern. Limited Access. Siehst du, so hätte ich das erwartet. Dass halt alles an Schrift in-game halt auch Englisch ist. Aber nee, die haben wirklich alles übersetzt. Nur halt. Synchro war da nicht mehr drin. Auch weird. Was ist da los, Michael? Scanning for fingerprint. Access granted. Es ist mir halt beim Antesten so krass aufgefallen, weil der erste Teil halt völlig selbstverständlich auf Englisch war. Olo, du geiles Schnitzel! Ist es eigentlich gewollt, dass ich auf Twitch bin? Ja. Vorhin noch. Habe ich vergessen, stelle ich gleich wieder ein. Wow. Wenn Twitch mich lässt. I can't believe I'm Danke really für den Hinweis. Here. Psychonauts headquarters. Ow. Sorry, new ball. Wow. Okay. Kurz Päuschen. Folgendes, wir hatten nämlich vorhin kurz in Sims reingeguckt. Oh, ein Panimod. Du schöner Brokkoli. Mm. Wo ist meine Maus? Maus? Ach hier. Wir hatten vorhin nämlich kurz bei Sims reingeguckt und wollten die Kategorie wechseln. Und Twitch war nicht so auf der Höhe. Ungefähr wie jetzt. Übrigens, sie haben lustige Tags eingegeben hier. Hä, Moment. Sind das die normalen Tags? Hat er die rausgelöscht, die anderen? Haben die schon wieder die Tags geändert? Ach so. Kann ich jetzt hier einfach eingeben, was ich will? Auch interesting. Blind Jump. Aber es ist geil. Da kann ich jetzt endlich mal Jump and Run eingeben. Das konnte ich nämlich sonst immer nicht. Was haben wir denn noch so? Psychonauts. Game Pass. Ulu ist ein Hübschi. Geht alles. Ulu ist ein Hübschi. Aber Psychonauts geht nicht. Kommt einfach nicht drauf klar. Ja, und offensichtlich hat Twitch jetzt wieder die komplette Kategorie, die komplette Tag-Geschichte da geändert. Ich meine, ich finde das so cool, weil wie gesagt, vorher musste ich immer gucken, boah, ich spiele jetzt ein Jump and Run und es geht nicht. Und ich mache erstmal fertig hier, so, damit wir Ulu ist ein Hübschi auch drin haben. Hallo Pan, du bist auch ein Hübschi. Ja, aber der Bug ist halt immer da. Manchmal fängt er sich, ah, guck mal. Psycho. Bums. Okay. Ich hab das halt immer und manchmal fängt er sich dann noch.
Sag ich doch, halt die Fresse. Du bist viel hübscher, Richa. Okay, das nehme ich an. Es war so dumm gerade. Ich wollte so machen, aber dann auch so. Ich spiele jetzt das Spiel weiter. Ich fange niemanden. Hä, was meinst du mit, du fängst niemanden? Folgendes. Ich hatte das immer, wenn ich irgendwas eingeben wollte auf Twitch. Manchmal hat er sich gefangen, manchmal nicht. Und was ich da sagen wollte, weiß ich nicht mehr. So. Ist das Spiel für euch leise genug oder ist das einfach mega laut? Weil für mich ist das echt schon recht laut. Kann ich dich anzünden? Oh ne, was falsch. Macht dir gar nichts aus. So, wo muss ich hin? Noodle Bowl. Fort. Ist da Fort Crawler? Greetings, fellow psychic. I'm Otto Mentalis. I'm personally too busy crafting the future of psychotechnology in my lab right now. Psychonauts have their own hair salon? It'd be weird if I asked for the Sasha name. Doesn't look open yet, though. Ein Hähnchen mit einem Daumen. Sogar lauter. Okay, wait. Dann muss ich ja wirklich hier alles. Dann muss ich bei mir wirklich mal runterdrehen auf den Ohren. Anybody know what time it is? 2. Ist jetzt nice. Hä? Think she can talk to me like that? Sorry, habe ich falsch gelesen. Es ist so wie meine Stimme, wenn nicht lauter. Also. So besser? Jetzt hört man dich nicht mehr. So. Es ist jetzt geiler. Jetzt habe ich es runtergedreht. Warum geht das? Nice. Danke, danke, danke. Zu leise. So. Warte jetzt noch auf Pans. Perfekt. Nice! Ich komme da irgendwie nicht rein. Aber da ist eine Fee. Wenn ich jetzt Zelda spielen würde, müsste ich... Ah, nee, ist keine Fee. Das ist eine fucking Karte! Ich wollte gerade sagen, wenn ich Zelda spielen würde, würde ich unbedingt die Fee haben wollen. Aber jetzt spiele ich Psychonauts und ich will unbedingt diese Karte haben. Ja, soweit waren wir schon. Scheint nicht offen zu sein. Ja, Nice. Willkommen beim Automaten. Hier kannst du dir Psychonautenvorräte und Anstecker holen, um deine Psi-Kräfte zu modifizieren. Psi-Aufstiegsmarkierungen werden ebenfalls hier hergestellt. Zeit für eine kleine Führung. Okay. Werfen Sie zunächst einen Blick auf unsere Auswahl wesentlicher Gegenstände. Ohne diese essentiellen Gegenstände kommt kein Psychonaut aus. Achte darauf, ordentlich Vorräte anzulegen, bevor du dich in die Mission begibst. Wenn du genug Psychonaut hast, sieh dir auch... Ja. So, Geld. What is that? Kombiniere einen davon mit neuen Psy-Karten, um einen Rang aufzusteigen. Kombiniere einen... Nee. Wie, kostet der nichts? Ne, dann kaufe ich einen. Für Umme nehmen wir den mit. So, wir haben Psy-Kern. Okay, nice. Neue Psy-Karten. Ja, aber dann brauche ich erstmal neue Psy-Karten, Mann. Moment. Die hat... Seit wann habe ich 9 Psy-Karten? Ich habe jetzt eine gesammelt gerade, also habe ich 10. Aber warum habe ich 9 Psy-Karten? Waren die im Praktikantenbums mit bei oder was geht ab? Hilfspraktikant. Lass uns zu guter Letzt einen Blick in den Anstecker werfen. Ja! Metal Pins!
Mit Einstecker modifizierst du deine Psy-Kräfte. Du kannst frei wählen, welche du verwenden möchtest, um sie deinem Spielziel anzupassen. Und wenn du im Rang aufsteigst, erhältst du Zugang zu noch mächtigeren Ansteckern. Warum probierst du es nicht aus? Geh diesmal aufs Haus. Geht diesmal aufs Haus. Ach so. Naja. Wähle einen der drei Schwebeanstecker. Saphirschweb, Smaragdi, Rubin. Okay, Girls. Welchen? Chat, welchen wollt ihr haben? Wollt ihr Saphir? Wollt ihr Smaragd oder wollt ihr Rubin? Ihr könnt auch blau, grün, rot sagen. Ist wurscht. Wir kriegen einen gratis. Ändert die Farbe deiner Schwebe. Achso, macht einfach nur die Schwebekugel. Blau, grün oder rot. Momentan ist sie orange. Grün? RGB. Da ist auch grün dabei. Ich bin immer Ruby-Fan. Fuck! Okay, mischen. Ich glaube, das geht nicht. Okay, nein, dann nehme ich jetzt blau, weil das hat keiner von euch gewählt. Ha! Blau. Anstecker kaufen und verwenden. Gönnung. Nüchtes! Wird einfach jetzt demokratisch ignoriert. So, kann ich jetzt so ein Bonbon kaufen? Nee, ich habe kein Geld. Habe kein Geld, habe keine Arbeit. Ich habe nur 10, ich brauche 100. Okay. So, und jetzt ist. Jetzt ist sie blau. Gefällt mir. Hey Kid,